Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zum heutigen Abend begrüßen. Der Integrationsfonds hat vor einigen Monaten begonnen, eine Diskussionsreihe zu starten, was unsere Gesellschaft zusammenhält, gerade im Bereich der Integration. Und wir konnten in den letzten Monaten eine Reihe von spannenden Gästen begrüßen, unter anderem den Universalgelehrten Rüdiger Safranski, den Historiker Jörg Babarowski, der Friedenspreisträger Boalem Sonsal war zuletzt zu Besuch oder der französische Philosoph Pascal Bruckner. Natürlich ist eine wesentliche Frage in der Integrationsdebatte immer zur Situation in dem Umgang mit dem Islam. Wie ist das mit dem Zusammenleben mit Muslimen? Was ist der Islam in Europa? Gibt es einen Islam europäischer Prägung? Wie kommen wir dorthin? Auch die Studien, die wir in den letzten Monaten veröffentlicht haben, geben, glaube ich, auch interessante Erkenntnisse, welche Herausforderungen uns hier auch bevorstehen. Es freut mich ganz besonders, daher auch heute wieder eine Diskussion durchführen zu können und dass es uns gelungen ist, ein sehr hochrangiges Podium zu gewinnen. Professor Muhannad Khurshid, Österreicher, der ja in Deutschland an der Universität Münster 800 Studierende hat und dort eine wirklich eine ganz bedeutende Rolle, was den Islam betrifft, in Deutschland einnimmt. Und Hamed Abdel Samad, weitreichend bekannt als Buchautor, Islam-Experte, nennen Sie es mal jetzt so, auch Fernsehdiskussionen, Gast in verschiedenen Fernsehdiskussionen. Vielen Dank, dass Sie beide heute Abend hier sind, um mit uns gemeinsam zu diskutieren. Besonders bedanken möchte ich mich auch bei Michael Fleischhacker, langjähriger Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse, vielen von uns bekannt derzeit, wenn ich so sagen darf, in Servus TV, auch insbesondere Hangar 7, wo viele gesellschaftspolitische Fragen auch ja wöchentlich diskutiert werden und auch, ich glaube, aktuell in Vorbereitung eines großen Medienprojektes, wo viele auch gespannt warten, was da kommen wird. Vielen Dank, Herr Fleischhacker, dass Sie da heute Abend moderieren werden. Gerne. Abschließend darf ich noch auf zwei weitere Veranstaltungen in den nächsten Wochen hinweisen. Nächste Woche Konrad Paul Lissmann zu Fragen der Bildung, der Bedeutung der Bildung in der Integration, auch zu Fragen der Identität und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und im November, das wird im MUMOK, im Museum Moderner Kunst stattfinden, und im November dann Alice Schwarzer zur Frage der Rolle der Frau in der Integration zu patriarchalen Systemen und dergleichen. Das wird im November im Stadtkino stattfinden. Ich wünsche uns einen schönen Abend, einen spannenden Abend besser gesagt, und danke für Ihr Kommen. Ja, ebenfalls einen schönen Abend, ebenfalls danke fürs Kommen, ebenfalls danke an die beiden Herren. Wir hatten ja vor nicht so langer Zeit schon einmal das Vergnügen, zu einem ganz ähnlichen Thema zu sprechen, schon damals eben in dieser Sendung im Hangar 7, da waren allerdings auch noch andere Gäste, heute können wir es mehr konzentrieren. Anlass war eigentlich schon damals das Buch, das ja auch heute irgendwie doch auch titelgebend und im Zentrum steht, das ihr beide veröffentlicht habt, Ist der Islam noch zu retten? Eine Streitschrift in 95 Thesen, die natürlich als erste Frage an Sie beide nahelegt, könnte man diese Frage, die im Buchtitel steckt, eigentlich auch mit Ja oder Nein zu beantworten? Naja, also die Fragestellung ist provokant, das ist klar. Aber was dahinter steckt, ist eine andere Frage eigentlich. Und zwar ist der Islam, kann man den Islam aufklären, kann man den Islam reformieren oder besser gesagt, kann man die Muslime reformieren, ihr Verständnis vom Islam. Also darum geht es eigentlich im Buch und darum geht es auch in unseren Streit. Aber dann wäre die Frage, ob diese Frage, die zweite, die dahinter steht, ist die mit Ja oder Nein zu beantworten? Definitiv. Also ich würde sie sofort mit Ja beantworten. Gut. Wenn es so einfach wäre. Ja, aber da seid ihr natürlich selber schuld, wenn ihr so eine Frage stellt, nicht? Dann muss man sie auch beantworten. Ich hatte Freunde früher, die haben, wenn ich mal gesponnen bin oder wenn ich dann ein bisschen mich daneben verhalten habe, da haben sie mir gesagt, bist du noch zu retten? Also das ist auch irgendwie so ein Vorwurf. Und was war die Antwort? Die Antwort auf diese Frage jetzt, aus meiner Sicht, solange der Islam diese Machtposition hat, solange der Koran, alles das
unantastbare Wort Gottes gilt, solange der Prophet Mohammed uneingeschränkt als Vorbild für Muslime gilt, solange Kritiker Angst um ihr Leben haben müssen, wenn sie den Islam kritisieren, solange Religion, Politik und patriarchalische Strukturen in dieser Trilogie, in dieser Trinität eine Ehe eingehen, ist der Islam nicht reformierbar. Und ist das abzusehen, dass es in dieser Trinität einen Bruch gibt, dass das, wenn man so will, in Bewegung gerät und dass es diese Form von Aufklärung, wie es Murad Khashoggi nennt, dass die passiert? Ich meine, dass auch die europäische Aufklärung ist ja nicht an einem Tag passiert, nicht einmal in einem Jahr, aber man hat dann doch gewisse Vorzeichen und Anzeichen gesehen, nicht? Sehen Sie die irgendwo? Wenn man glaubt, zuerst die Theologie reformieren zu können und danach zieht die Gesellschaft mit, dann kann man ewig warten. Wir haben den orthodoxen Islam, Mainstream-Islam, seit 1400 Jahren, der durchregiert. Und es gab immer wunderbare Reformversuche, wunderbare Denker, Querdenker, die auch diese Strukturen in Frage gestellt haben. Aber all das, das waren kleine Rinnsäle, die in der Wüste irgendwie sich verlaufen haben und sich nie zu einem Strom namens Aufklärung zusammengeschlossen haben. Nein, ich glaube nicht, dass man zuerst die Theologie reformieren sollte, sondern man muss das Denken der Menschen außerhalb der Religion, nicht mit religiösen Argumenten, sondern mit Philosophie, mit kritischem Denken, mit gesundem Menschenverstand. Man muss die Gefahren aufzeigen, wenn man eine Ideologie hat, die man nicht in Frage stellen darf, wenn man Texte hat, die man für heilig erklärt, für das direkte Wort Gottes erklärt, dann laufen die Kunden weg und dann muss der Supermarkt Islam sich Gedanken machen, wie ich die Kunden dann zurückholen kann. Und da kann man natürlich dann von sich aus einer Position der politischen Schwäche heraus, kann man Reform ansetzen. Aber solange die Religion über allem steht und alles von oben bestimmt oder bestimmen will, kann man von der Theologie aus nichts reformieren. Das Denken der Menschen, das Denken der Muslime ist reformierbar. Es gibt viele demokratische, reformierte Muslime, auch gläubige Muslime. Aber das Maß aller Dinge für sie ist nicht, das Maß aller Dinge für sie ist nicht der Islam, sondern Menschenrechte, sondern ihre Sozialisation als Teil der modernen Welt, ob in der islamischen Welt oder in Europa. Aber wenn man den Islam als die Verfassung nimmt, da kann man nichts reformieren. Es gibt innerhalb des Islam diese Möglichkeit des Dialogs, nicht so die Dialektik, die wir hier kennen, nicht. Es gab Dialogsversuche und Formen, aber solange man die Grundlagen des Islam nicht in Frage stellt. Man muss das alles erstmal akzeptieren. Der Prophet sagte und der andere sagt, aber er meint es anders. Für mich beginnt die Reform nicht bei der besseren Interpretation dessen, was Mohammed oder der Koran gesagt haben. Die Reformation beginnt mit der Emanzipation von der Macht der Texte. Die These lautet, also man kann nicht den Islam theologisch reformieren, auch wenn man das versucht. In diesem Sinne wären Sie eines dieser schmalen Rinnsale der Aufklärung, die sich verlaufen im Laufe der Zeit. Sondern was Hamed Abdel Samad sagt, ist, man muss die Macht der Institution brechen, diese Institution, die, wenn man so will, Religion und Politik verbindet. Und historisch gibt es ja dafür ein gutes Beispiel, weil wenn in den Diskussionen zwischen Christen und Muslimen die Christen immer für sich in Anspruch nehmen, ja, ihr müsst durch die Aufklärung gehen, wir haben das schon hinter sich und sich das historisch ansieht, dann würde man ja doch sagen müssen, dass dort auch genau so passiert ist. Die theologischen Reformen, die wir heute sagen, als aufgeklärtes Christentum mit einem historisch-kritischen Zugang zu den Schriften haben, waren ja eindeutig auch der Nachläufer zum Brechen der politischen Macht der religiösen Institution. Also eigentlich die historische Erfahrung würde Abdel Samad jedenfalls recht geben. Naja, die historische, innermuslimische historische Erfahrung ist aber auch eine andere. Die Politik hat immer mitgemischt
in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Wir Muslime sind sehr stolz auf eine rationalistische Schule, also Höhepunkte des Islams oder der islamischen Ideengeschichte im 8. und 9. Jahrhundert war die mu'tazilitische Schule. Das ist die rationalistische Schule, die gesagt haben, zuerst kommt die Vernunft und dann alles andere, auch den Text, alles lesen wir durch die Brille der Vernunft. Diese Schule hatte nur deshalb ihre Chance gehabt, weil ein Politiker, ein Kalif, der Ma'mun 833 in etwa gestorben, ein abbasidischer Kalif, der sagt, Moment, das finde ich ganz toll, diese Lehre, das mache ich zu einer Staatslehre. Und wer dieser Lehre widerspricht, gibt es sogar Sanktionen und so weiter. Er hat das für lange Zeit, auch sein Nachfolger, haben die das als Staatsreligion gemacht, also diese Form des Islams. Und das waren die Höhepunkte, unter anderem der islamischen Ideengeschichte. Also diese Einflussnahme der Politik war in dem Fall positiv. Ein aktuelles Beispiel, haben Sie alle mitbekommen, plötzlich war jetzt in Saudi-Arabien, das Frauenautofahren ist erlaubt. Aber von wem kam der Impuls? Der kam nicht von der Theologie, das kam nicht von den Gelehrten, sondern von der Politik. Die Politik kommt und sagt, Moment, es kommt eine neue Politik, der Sohn vor allem von König, der bald auch König sein wird, gehe ich davon aus, noch zu Lebzeiten des jetzigen Königs Salman, der sehr offen liberal ist und der sagt, Moment, wir müssen den Frauen ihre Rechte geben, wir müssen einiges ändern, dass Musik auch im öffentlichen Raum verboten ist, das ist schon archaisch genug. Saudi-Arabien hat zwei Wochen, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, ihren Nationalfeiertag mit Rave-Partys, öffentliche in Riyadh, gemischt, Männer und Frauen haben gemeinsam getanzt mit dem Segen des Staates. Und plötzlich kommen jetzt alle Gelehrte und sagen, ja, im Islam ist nicht das Autofahren nicht von alle. Frauen 99% zumindest, wer das nicht sagt, wird gleich mundtot gemacht, 99% zumindest, die öffentlich sich positioniert haben, die haben klar gesagt, ja, wer sagt, dass Autofahren verboten ist? Plötzlich ist das Autofahren erlaubt. Aber wie gesagt, der Impuls kam nicht von der... Na gut, auf den Koran kann man sich beim Autofahren jedenfalls nicht berufen. Nicht? Na gut, es gibt andere Beispiele. Tunesien jetzt, vor kurzem noch im Sommer, kam plötzlich auch die Politik, das Parlament sagt, ja, muslimische Frauen dürfen von nicht-muslimischen Männern heiraten. Die Theologie kommt nachträglich, sagt, okay, wenn das, was die Politik vorgibt, ist ja nichts Abartiges, wir können das auch so auslegen, ja, und jetzt das Fatwa-Amt, das Offizielle in Tunesien erlaubt das auch. Das heißt, diese Durchmischung, weil wir keine Autorität haben, keine Kirche, kein Lehramt, eine aufgeklärte Politik kann doch die Theologie und die Aufklärung vorantreiben, wenn sie das will. Also ich würde nicht per se sagen, das ist das eigentliche Problem. Ich wollte noch einen Satz nur sagen. Darf ich jetzt nur, weil es historisch... Also aufgeklärte Politik ist das nicht. Ich glaube, das Regime von Saudi-Arabien und dann diese Schritte, man will den Amerikanern ein bisschen entgegenkommen, man will auch ist auch für die Wirtschaft besser, wenn Frauen Auto fahren und so weiter und so fort. Das klärt nicht auf. Also Atatürk hat es auch versucht mit der Brechstange und nach 75 Jahren kam eine Konterrevolution und hat alles verändert, weil die Geisteshaltung und die Zivilgesellschaft nicht hinter solchen Reformen gesteckt haben, weil man immer entweder autoritätshörig, entweder Stamm ist überhaupt König oder Religion und man wechselt sich gegenseitig. Entweder ist man für Sisi oder für die Muslimbrüder, entweder ist man für das Militär oder für die Islamisten. Und diese beiden Varianten, immer nach der Suche nach einem Übervater, der uns bevormundet, der uns vorschreibt, was Aufklärung bedeutet. Aufklärung bedeutet nicht, dass ein König kommt und sagt, er dürfte jetzt dann Partys feiern oder Autos fahren, sondern dass die Zivilgesellschaft sich emanzipiert von beiden Vaterfiguren, ob religiös, militärisch oder stammesüberhaupt. Aber jetzt zum Beispiel in Saudi-Arabien, dadurch, dass hunderte, tausende zum Beispiel am Nationalfeiertag gefeiert haben auf der Straße, zeigt, dass die Zivilgesellschaft schon längst bereit ist und das sich wünscht auch. 80% der Saudis unterstützen IS, laut einer innersaudische Studie. Gut, das ist ein anderes Kapitel, kann man auch darüber reden, ja. Was die darunter verstehen und was Dings und welche Studie. Aber auch das Autofahren, es gibt keine
keine Widerstände in Saudi-Arabien jetzt, also die sichtbar sind jetzt, in Tunesien keine sichtbaren Widerstände gegen... Das stimmt das, überhaupt nicht. Es gab Männer, die Frauen geschlagen haben auf offener Straße, als sie versucht haben, mit dem Auto untersägt zu werden. Ich habe zig Videos gesehen, wo die Männer die Frauen verjagt haben auf saudischer Straße. Aber nein, Moment, nicht jetzt, nicht jetzt. Jetzt gerade. Das Gesetz ist noch nicht aktiv. Die haben schon angefangen, ihre Fahrstunden zu machen und sie wurden geschlagen. Die Videos sind da. Gut, du kannst nicht jetzt ein, zwei Videos, keine Ahnung wo, die kommen jetzt also von dem ausschließen, also das ganze Volk, wo das Gesetz erst im Juni in Kraft tritt, also ab Juni 2018. Aufklärung per Dekret und über Nacht ist die ganze Bevölkerung aufgeklärt, das gibt es doch gar nicht. Dass die Bevölkerung das annimmt und nicht protestiert in Massen, ein, zwei Videos sagen noch nichts. In Massen, dass die alle auf der Straße gehen und protestieren. Das ist Polizeistaat. Zeigt, dass die... Da gibt es Todesstrafe immer noch. Dass der Staat, das sind andere Themen. Also wir wollen hier eins nach dem anderen. In den USA gibt es genauso Todesstrafe. Das entschuldigt natürlich das andere nicht. Aber das ist nicht der Punkt. Dafür versuche ich es zurückzubringen auf eine interessante Figur, die ich da sehe. Hamid Abdel Samad sagt, dass Aufklärung von oben funktioniert so nicht. Also weil ich habe das ja so verstanden, Ihr saudisches Beispiel, dass es so eine Art, also zwischen dem Brechen der Macht der religiösen Institution, die zugleich die politische Macht hat, als einziges Mittel die Theologie, wenn man so will, dann sich anpassen zu lassen an neue Verhältnisse und so einer Art aufklärerischen Revolution, wäre das, was Sie sagen, es könnte gehen mit einer Art aufgeklärten Absolutismus. Also eine Zwischenstufe, die sagt, die Verbindung von Macht und Religion könnte man akzeptieren und könnte eine Zwischenstufe sein zu etwas anderem, zu einem aufgeklärteren Verständnis vielleicht von Religion, wenn es so wie den Kalifen im 8. Jahrhundert Herrscher oder Machtfiguren gibt, die sagen, quasi das richtige Gut finden. Aber das ist schon auch schwierig, nicht? Natürlich, aber wir haben im katholischen Christentum auch genau ähnliche Strukturen. 60er Jahre, Zweite Vatikanische Konzil. Treffen sich die Verantwortlichen in der Kirche jetzt, also nicht das Volk, und sagen, wir haben folgende Entscheidungen. Die Offenbarung Gottes ist keine Mitteilung, sondern ist eine Selbstmitteilung. Juden und Christen kommen auch in den Himmel, das ist im Zweiten Vatikanischen. Und die kommen ans Volk und sagen, ab jetzt wird alles geändert, auch das, was man lernt in den Schulbüchern und so weiter, über das Christentum, im Katholischen zumindest, folgt jetzt dem. Ist es auch eine Macht? Aber eine innerreligiöse Macht. Die Voraussetzung dafür, dass das passiert ist, das muss man wohl sagen, war, dass die Macht der religiösen Organisation von der politischen Macht eigentlich zu dem Zeitpunkt, wenn wir über das Zweite Vatikanum reden, relativ weitgehend, nicht also in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich, also Österreich ist ja jetzt nicht das Paradebeispiel für die vollständige Trennung von Staat und Kirche gewesen, auch nicht in den 60er Jahren, aber weitgehend war dieser Prozess vollzogen und dann ging es darum, wie man mit dieser neuen Situation innerhalb der religiösen Organisation. Rückfrage, Sie glauben nicht im Ernst, jetzt wollen wir nicht über das Christentum reden, aber dennoch nur eine Rückfrage, Sie glauben nicht im Ernst, dass im Christentum zu innerchristlicher Aufklärung gekommen wäre, ohne den politischen Druck der Aufklärung, die katholische Kirche, die mit Ach und Krach die Menschenrechte eigentlich bis heute offiziell nicht akzeptiert haben, nicht unterschrieben haben. Nein, es wäre nicht passiert, wenn die Macht... die politische Macht der Kirche nicht gebrochen worden wäre. Die Politik und die Gesellschaft war weiter als die Kirche und die Kirche ist mitgezogen. So ist es. Wenn wir aber glauben, dass irgendjemand, ob Politiker oder religiöse Anführer, uns die Freiheit schenkt, dann sind wir nicht auf dem richtigen Weg. Wer die Macht hat, mir die Freiheit zu schenken, hat auch die Macht, mir auch diese Freiheit wieder zu entziehen. Und deshalb sollte man nicht jubeln, dass jetzt der König plötzlich anders denkt aus wirtschaftlichen Kalkulationen, denn es kann ein anderer König kommen und alles rückgängig machen, nach Atatürk. Und nach dieser langen Geschichte der Säkularisierung, die wirklich tiefgreifend in der Gesellschaft auch Wirkungen hat, auch was Freiheit der Frauen angeht, was säkulare Bildung angeht, alles wurde zurückgenommen, als man wieder mit dieser religiösen Bildung angefangen hat. Alles, das, was wir in der Türkei erleben, hat nicht mit Erdogan begonnen, sondern ein paar Jahrzehnte davor wurden die Grundlagen dafür gelegt, dass
durch die religiöse Bildung, durch die Nuri Jamaat und die Gülen-Bewegung hat man ein religiöses Kader aufgebaut und ausgebildet und schickte dieses Kader in die Institutionen herein, der Marsch durch die Institutionen, und das ebnete den Weg zu Erdogan. Und wenn Sie glauben, dass das eine Erfahrung ist, die jetzt im Orient stattgefunden hat, dann irren Sie sich, denn genau solche Prozesse finden gerade jetzt auch in Europa, auch in Österreich statt, genau durch die gleiche Ideologie, die sich zuerst alles demokratisch verkleidet, damit diese Institutionen auch Partner des Staates werden, dann haben sie Einfluss auf Bildung, Einfluss auf Kindergärten, Einfluss auf Gesundheitszentren und so weiter und so fort, Wohlstand, Seelsorge, und dann unterwandert man die Strukturen. Und das, genau da muss man aufpassen, dass man uns die Basis nicht verdirbt durch die Ideologie, dass man diese Basis befreit von diesen Zwängen, von diesen Institutionen, und nicht darauf hofft, dass irgendein Salman oder ein Erdogan kommt und dann uns die Freiheit oder die Aufklärung... Langfristig sowieso, also da hast du vollkommen recht, nur so lange politische Regime in den islamischen Ländern jeglichen Versuch der Aufklärung unterbinden, wie wollen wir in der islamischen Welt weiterkommen? Deshalb finde ich die Entwicklung in Tunesien oder jetzt, was die saudische Regierung macht, egal in welcher Intention, wirtschaftliches interessiert mich im Moment nicht. Mich interessiert, dass die Theologie Raum bekommt, um aufzuatmen und um sich selbst zu reformieren. Später kann man das als Diskurs, natürlich als Diskurs der Freiheit, auch durchsetzen in der Gesellschaft, dass man nicht mehr angewiesen ist auf die Politik. Aber solange jahrzehntelang alles unterdrückt ist, wir sind nicht weitergekommen in der islamischen Welt. Aber wenn man jetzt sagt, und da sind wir uns ja, glaube ich, einig, eine wesentliche Voraussetzung für oder eine Bedingung der Möglichkeit von solchen Reformprozessen, wie Sie sie sich auch vorstellen und wünschen theologisch, ist, wie das passieren soll, ist eine andere Frage, wenn man so will, das Rückbauen der politischen Macht der religiösen Institutionen. Ja. Dann kommt ja das zweite Problem, das Ahmed Abdel Samad schon kurz angesprochen hat und noch sehr verhalten, nämlich letztendlich ist ja das, was er sagt, dass der Islam zeitgenössisch und noch zu retten und reformierbar ist, eigentlich, wenn er aufhört, eine Religion zu sein. Denn das ist ja etwas, was man auch mit sehr frommen christlichen Theologen gut diskutieren kann oder auch mit jüdischen Theologen. Die aufklärerische Zumutung an religiöses Denken und Glauben ist ja aufzuhören damit, das als Offenbarungsreligion zu sehen. Christentum, Judentum und Islam sind Offenbarungsreligionen, das ist der Kern ihres religiösen Wesens, ist eine Offenbarung. Und zu sagen, ihr müsst nur aufhören zu glauben, dass es eine Offenbarung ist, dann seid ihr die Religion, die wir wollen, heißt eigentlich, ihr müsst nur aufhören, eine Religion zu sein, dann seid ihr die Religion, die wir gern hätten. Also mein Punkt ist, das Problem liegt nicht darin, ob wir den Islam oder das Christentum als Offenbarungsreligion nicht wahrnehmen, sondern die Frage ist, was verstehen wir unter Offenbarung? Geschieht Offenbarung monologisch, also ist der Koran jetzt, wie vorhin Hamid Abdel-Samad gesagt hat, wortwörtlich, ist Gottes Wort ewig, wir müssen am Wortlaut stehen bleiben, wenn in der 16. Sure steht, Gott hat euch als Transportmittel Esel, Pferde und Maultiere erschaffen und darauf zu reiten ist ästhetisch schön, so lautet das im Vers, darf ich heute kein Auto fahren und ich muss auf dem Esel zu Ihnen hier kommen und das ist ästhetisch schön, oder verorte ich das im Kontext des 7. Jahrhunderts, dann habe ich einen anderen Zugang zur Offenbarung, dann ist es kein Monolog Gottes, sondern ist es eine Form der Kommunikation, und Kommunikation ist auch zeitgebunden, dann muss ich überlegen, was will mir diese Kommunikation heute sagen, da geht es nicht mehr um den Wortlaut. Das heißt, es ist weiterhin eine Offenbarungsreligion, aber kein Gott, der ein Selbstgespräch mit sich führt. Das ist die Frage immer nach dem Gottesbild, was dahinter steckt. Das ist das genau, was ich vorhin gemeint habe. Ich glaube, nur die Theologen haben es hier mitbekommen, was der zweite Konzil in den 60er Jahren, 20. Jahrhundert geändert hat, wo er gesagt hat, das Christentum ist, glaubt, oder das Verständnis von Offenbarung ist nicht mehr die Mitteilung Gottes. Die Bibel ist kein Buch, das Gott uns einfach so mitteilt, sondern es ist eine Selbstmitteilung. Das heißt, Gott selbst äußert, also man begegnet Gott im spirituellen Sinne so im Christentum. Das war ein revolutionärer Schritt damals in den 60er Jahren.
Ich glaube, das ist das etwas auch, was dem Verständnis des Islams oder der islamischen Offenbarung heute fehlt, dass wir den Koran auch als Offenbarung wahrnehmen für die Gläubigen, die das so wahrnehmen wollen oder daran glauben, besser gesagt, aber eben nicht im dialogischen, sondern im dialogischen Sinne. Ich muss alles verorten im 7. Jahrhundert und die Frage stellen, was will mir der Koran heute sagen? Das heißt, ich muss eben als freien, vernünftigen Menschen fortdenken, was will Gott eigentlich überhaupt von mir? Ja, was will Gott überhaupt uns sagen? Warum muss ich in diesem Korsett denken? Warum muss ich mir überlegen, Gott hat sich irgendeine Gemeinde, wann immer er sprechen wollte, musste es Wüste sein. Also es mussten immer in diesem Triangel, entweder in Ägypten oder in Jerusalem oder in Mekka, das sind dann Palästina, also diese drei Orte. Warum spricht Gott nicht zu den Afrikanern und zu den Europäern? Warum spricht Gott seit 1400 Jahren nicht mehr? Nachdem er über die Esel und Kamele gesprochen hatte, gab es keine Themen mehr, damit er über die 81 Kriege von Mohammed im Koran dann sich ausgelassen hat und ausführlich ihnen dann Räume gegeben hat. Haben wir keine Themen mehr? Wir sind verzweifelter wie noch nie. Die Zweideutigkeit, Wunsch nach Identität, Kriege. Aber jetzt hätte er nicht mindestens zu uns nach dem Holocaust noch einmal sprechen können? Also willst du doch eine Autorität? Nein, ich brauche keine Autorität. Warum brauchst du, dass Gott spricht jetzt? Das ist, glaube ich, nur ein leiser Zweifel an der Dialogbereitschaft Gottes. Also damit es klar wird, ja. Ich glaube nicht, dass Gott jemals gesprochen hatte. Also damit es auch klar wird. Und zumindest nicht in der Sprache, die wir jetzt als heilige Bücher wahrnehmen. Wir wollen das gerne, weil das sind Fehler aus der Vergangenheit, die man damals rechtzeitig nicht korrigiert hatte. Und weil diese Autoritäten nicht angefochten waren und weil sie so alt sind, dann klingen sie gut. Dann spricht Gott über die Esel und wir lesen das im Koran und fühlen uns ehrfürchtig. Dann schimpft Gott im Koran den Onkel von Mohammed, weil er seine Botschaft nicht akzeptiert hatte. Und wir beten und sagen, möge die Hände von Abu Lahab in die Hölle schmoren oder was auch immer. Und denken, Gott spricht das. Gott spricht jemandem im Koran an und sagt ihm, entschuldigen Sie, Hurensohn, Utullin ba'da zalika zanim. Und dann lesen wir das und sagen, Gott hat gesprochen. Warum können wir nicht, um diese Exegese-Labyrinthen zu entgehen, sagen, das ist nicht Gottes Wort, sondern das ist die Sprache von Mohammed und seiner Gemeinschaft. Sie hatten spirituelle Bedürfnisse, wirtschaftliche Bedürfnisse, sie hatten Fragen und Mohammed hat ihnen diese Fragen im Rahmen seiner Möglichkeiten, im Rahmen seiner begrenzten Möglichkeiten gegeben und uns können diese Passagen, zumindest die, die über Ethik sprechen, über Beziehung von Mann und Frau, über Beziehung von Muslimen und Christen und Juden, können für uns nicht bindend sein. Es kann nicht sein, dass das letzte Buch Gottes den Muslimen sagt, befreundet euch nicht mit Juden und Christen. Es kann nicht sein, dass das letzte Buch Gottes 206 Passagen hat, wo Hass geschürt wird und Kriege verherrlicht werden und der Märtyrertod als die höchste Stufe des Glaubens ist. Was will Gott mit mir sagen? Nein, Mohammed wollte seinen Anhängern etwas sagen. Er wollte ihnen sagen, eure Existenz ist in Gefahr, ihr müsst mit mir kämpfen. Er wollte ihnen sagen, passt auf, wenn ihr Alkohol trinkt und Wucherzinsen nehmt, dann konntet ihr dann als Sklaven enden und die Gesellschaft geht auseinander. Aber mir heutzutage sagt das nicht. Und das sagt einem gläubigen Moslem, weil er, bevor er denkt, ins Ohr geflüstert bekommt, das hat Gott gesprochen. Und das ist bindend. Und damit ist nicht nur eine spirituelle Kraft gemeint, sondern damit ist ein politischer Auftrag. Und damit ist eine Gesellschaftsordnung. Und damit ist eine Rechtsordnung verbunden. Und diese drei Sachen haben ihre Legitimität aus der Vorstellung, dass das letzte Wort Gottes ist. Eben, und deshalb, du hast gerade jetzt auch die erste Frage wunderbar beantwortet, ob der Islam reformierbar ist. Du hast gezeigt, wie das reformierbar ist, indem man historisch kontextualisiert, indem man sagt, was du gerade ausgeführt hast,
in einem bestimmten historischen Kontext gibt es einen Krieg, Mohammed sagt das, in dieser Situation sagt jenes. Du hast ein Beispiel rausgebracht, wie er gegen Juden und Christen aggressiv vorgeht, sie kritisiert. Du weißt selber auch, es gibt andere Stellen, die versöhnlich sind, es gibt andere Stellen, die ihnen sogar die ewige Glückseligkeit verspricht, je nach historischen Kontext. Also das genau, was du gemacht hast, zeigt eben den dialogischen Zugang zur Offenbarung. Darf ich nur eine Zusatzfrage stellen, weil er hat ja eine Vorbedingung dafür, ja, und die heißt eben, dass nicht Gott spricht, auch ja, nicht dialogisch, sondern dass Mohammed spricht, dass nur der Mensch. Wer bin ich, um Gott zu konzipieren? Wenn das die Voraussetzung ist, diese, also wenn es dann mal gibt oder gäbe, weiter verbreitet sowas wie eine historisch-kritische Ausgabe des Koran. Für mich schließt sich die Frage an, wie würden die Gläubigen in den Gemeinden, in denen Imame predigen, die bei ihnen ausgebildet werden, wenn die sagen, nicht Gott hat gesprochen, sondern Mohammed hat gesprochen, und zwar ausschließlich, es war auch kein Dialog, Gott schweigt. Die Frage, wir können uns ja beschäftigen mit dem, was im Kontext des 7., 8., 9. Jahrhunderts auf der arabischen Halbinsel passiert ist. Das waren, wenn man so will, lebenspraktische Anleitungen eines, sagen quasi einer Gemeinschaft, die in einer bestimmten Situation war. Was denken Sie, wie würden die Gläubigen reagieren? Zuerst, die Frage ist nicht, wer gesprochen hat, ist irrelevant. Ob jetzt Mohammed oder Gott, was relevant ist, die Gläubigen, wirklich wahr? Natürlich, es gibt ja die ganzen Hadith-Sammlungen, das sind ja zig Bände, tausende von Sprüchen des Propheten. Die werden von vielen Muslimen genauso heilig behandelt, obwohl sie wissen, dass es Mohammed, der das gesagt hat, aber werden genauso heilig behandelt, wortwörtlich genommen, wie der Koran. Gerade die kritischen Dinge, denken Sie an Todesstrafe beim Verlassen des Islams. Das kommt nicht aus dem Koran, das kommt aus den Hadithen. Steinigung der Frauen, Steinigung überhaupt als Strafe, als Körperstrafe, kommt aus den Hadithen, nicht aus dem Koran, wird von vielen Muslimen aber behandelt, als wäre das Wort Gottes. Und deshalb sage ich, es ist nicht die Frage, also das Problem ist längst nicht gelöst, wenn wir sagen, der Koran ist jetzt Mohammeds Wort, ja. Und ist weiterhin seine Wirkmacht, wird das, wenn das Wort wörtlich genommen, als heilig, auch wenn Mohammed das gesagt hat, ist noch immer vorhanden. Nein. Da haben wir das Problem noch nicht gelöst. Nein, Evangelikaler, die auch nicht sagen, die Bibel ist wortwörtlich, verbal inspiriert, halten sich auch an Wortlaut der Bibel und bringen irgendwelche Ärzte um, die abtreiben und so weiter. Auch obwohl sie sagen würden, nein, das ist nicht wortwörtlich so von Gott. Das Problem ist längst nicht gelöst, indem wir das Mohammed-Dings. Nein, das Problem ist dann gelöst, unabhängig, wer der Autor ist. Ich glaube sowieso nicht, dass wir sagen können einfach, ja, der Autor des Korans ist Gott, weil im Koran kommen zu viele Akteure zu Wort. Der Teufel spricht, die Gläubige wie genau die nichtgläubigen Muslime, wie nicht Muslime, so viele Menschen und Nichtmenschen kommen zu Wort im Koran. Ja, das kann ich nicht sagen. Die erste Sure, die wir am meisten im Koran immer in jedem Gebet wiederholen, Sure Nummer 1, kann jeder lesen und mir sagen, wer spricht denn hier? Da heißt es unter anderem, dich beten wir an, dich bitten wir um Unterstützung, ich leite uns den geraden Weg. Das ist der Mensch, der spricht. Das heißt, es ist sowieso schwierig zu sagen, hier Gott, der ein Monolog wird. Und deshalb der Zugang zu der Antwort der Frage, wie wir das alles entschärfen, ist unabhängig, wer der Autor ist, wie gehen wir heute damit um? Setzen wir das, und das kritisiert haben, das haben wir zu Recht, wenn ein Muslim kommt oder ein Imam und sagt, der Gemeinde, das ist alles wortwörtlich, es stehen Körperstrafen, Stellung der Frau ist so und so, Erbschaft, Regelung, was immer, das ist wortwörtlich so einzuhalten. Unabhängig, wer das gesagt hat, das ist dann das Problem. Nein. Aber wenn der Imam kommt und sagt, Moment, das ist dialogisch, unabhängig vom Autor, und das müssen wir haben einen heiligen Text für Muslime, von mir aus hat es Mohammed geschrieben, wer immer. Aber es gilt, sein Wirkmacht ist... Das wäre verhandelbar, die Autorenschaft. Ist nicht die Frage, auf das kommt es nicht an. Für viele Gläubige das ist eine der wichtigsten schon, Fragen des Glaubens. Wenn ich nicht glaube, dass der Koran Wort für Wort von Gott stammt, dann bin ich kein wahrhaftiger Moslem. Moment. Das weißt du, also viele Muslime, pass auf, was du gerade sagst, weil das dokumentiert man und dann erklärt man dich für einen Ungläubigen. Nein, was ich damit sagen will, das Problem ist nicht gelöst. Wenn wir sagen, Mohammed hat das geschrieben oder wer immer das später geschrieben hat, solange die Wirkmacht dieses Textes, dass er als ein heiliger Text gilt für Muslime. Ja, aber diese Wirkmacht bezieht ihre Legitimation aus der Vorstellung, dass Gott
dass Mohammed der Empfänger der letzten Botschaft Gottes, das heißt, Gott hat ihn auserwählt, um ausgerechnet Mohammed ihm das formulieren. Das lass mich bitte ausreden. Dazu. Weißt du, dass in der klassischen islamischen Theologie die Varianten offen sind, ist das inspiriert und Mohammeds Wort, Shabastari, sagt, es gibt Gelehrte, die das sagen. Ja, wer ist Shabastari in der islamischen Theologie? Wird das überhaupt das in den vier Rechtsschulen des Islam überhaupt in Frage gestellt? In Iran unterrichtet er. Ja, in Iran. Ja. Ich bemerke gerade ein sehr interessantes Phänomen. Ein Augenblick. Eben. Es ist nicht egal, Mohammed bezieht nicht seine Legitimität und seine Wirkungsmacht von seinen wunderbaren Sprüchen über Gerechtigkeit, außerkoranische Hadithe oder wie man sich auf die Toilette benimmt. Darüber hat er alles wunderbar gesprochen. Aber die Legitimität ist, dass er das Wort Gottes empfangen hat und dass im Koran auch steht, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, er redet nicht so daher, sondern alles, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, alles ist eine Offenbarung Gottes und deshalb ist auch das, was sie außerkoranisch sagt, von Gott offenbart. Es macht einen Riesenunterschied für einen tiefgläubigen Moslem, wenn ich ihm sage, die Frage ist ungeklärt, ob dieser Text von Gott stammt oder von Mohammed. Die Frage ist ungeklärt, ob das ein Auftrag Gottes an die Menschheit, universell, ein politischer Auftrag, eine Gesellschaftsordnung, oder indem ich sage, nein, das sind Mohammeds Verhältnisse. Ich kann nur Menschenwerk und Menschenwort kontextualisieren. Dann weiß ich, woher das kommt, wann fand das statt. Aber wenn jemand glaubt, Gott spricht, und zwar das letzte Wort, bevor er für immer schweigt, dann hat das eine ungeheure Macht. Und das ist genau das Problem, das wir haben. Das ist das Problem, dass man heute alle religiösen Texte kritisieren kann, aber nicht den Koran. Alle Religionsgründer zeichnen kann und Filme über sie machen kann, nicht einmal. Wir sind nicht einmal in der Lage, einen Kinofilm über Mohammed zu machen, auch wenn wir ihn darin würdigen würden. Wie können wir dann mit Gottes Wort noch kontextualisieren? Da bist du so weit weg von der Realität. Das tun viele Gelehrten, das weißt du auch, von Abu Zayd bis der Ankaraner Schule bis und vorher schon Khalafullah. Und es gibt viele Beispiele und das nimmt heute einen Diskurs, diese historische Kontextualisierung, auch dass man den Koran historisch kritisch liest. Wir haben ein ganzes Projekt laufen seit 3 Jahren. Erste Band erscheint jetzt im Februar sogar über eine historisch-kritische Lesart des Korans, weil ich den Koran eben nicht so lese als Monolog, einfach Gott hat gesprochen, weil, also wenn du sagst, Gott hat gesprochen, wenn du die erste Sure liest, das glaubst du nicht im Ernst, dass Gott sagt, ich bete euch an und wir beten dich an und wir beten, also wie spricht Gott zu sich selbst, sagt, wir bitten dich. Also ist sowieso viele Dialoge im Koran, wo viele Akteure sprechen. Deshalb kann ich nicht nachvollziehen, dass jemand sagt, nein, das ist nur ein Monolog Gottes, der einfach nur so... Es gibt keinen Monolog Gottes. Es sind Menschen, die die ganze Zeit sprechen. Und jetzt rede ich aber über das interessante Phänomen, das ich bemerkt habe. Und das besteht darin, dass wir uns vorhin vorgenommen haben, schon auch das mindest notwendige Maß über Theologie zu sprechen, aber dann eigentlich nicht mehr. Wir machen das jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde, weil wir wollten dann eigentlich darüber reden, was denn so einige von diesen Grundfragen, die auch in diesem Buch verhandelt werden und die natürlich theologisch sind, in dem Sinn, dass sie ein theologisches Verständnis des Islam und auch seiner zeitgenössischen Auslegung bieten, was denn das, also ob und welche ganz konkreten gesellschaftlichen Probleme bei der Integration von muslimischen Zuwanderern das in Europa hat. Mhm. Und ich denke mir, vielleicht waren wir aber eh gar nicht so weit weg vom Thema, obwohl wir über Theologie gesprochen haben. Eine der Denkfiguren, die es dabei seit langem gibt, Bassam Diebe hat den Begriff erfunden, auch schon vor einiger Zeit, ist die Vorstellung, wir könnten einige der Probleme im Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen in Europa heute besser in den Griff bekommen, besser behandeln, sie besser diskursiv auch verorten, wenn es sowas gäbe wie einen europäischen Islam, der, und das ist die Vorstellung, einige dieser aufklärerischen Vorstellungen und dieser, wenn man so will, heruntergekühlten religiösen Emotionen integriert und damit den Islam ungefähr so auf die Betriebstemperatur des europäischen Christentums bringt. Ja.
Was ist denn eigentlich, wie müsste man sich einen europäischen Islam denn so ungefähr vorstellen? Was ist das? Sowas wie Burkini. Das ist genau so. Diese Mischung Euro-Islam ist sowas wie Burkini. Zwei Sachen, die miteinander eigentlich nichts zu tun haben. Man versucht, einen friedlichen Mittelweg zu finden und da entsteht ein Burkini. Manche finden das toll. Also ein theologischer Burkini. Es ist ein theologischer Burkini. Aber eigentlich das Konzept von Euro-Islam, ich kenne Bassam Tibi sehr gut und habe mit ihm auch persönlich über dieses Konzept gesprochen und habe ihm gesagt, Herr Tibi, jetzt reden Sie vom Euro-Islam. Was sind die Säulen des Euro-Islams? Er hat auch, so wie im Islam, hat er auch für den Euro-Islam 5 Säulen. Dann hat er gesagt, individuelle Menschenrechte, Gleichberechtigung von Mann und Frau, das sind die Säulen des Euro-Islam. Denkfreiheit, Redefreiheit, dann hat er 2 weitere Artikel des Grundgesetzes. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist Euro, wo ist Islam? Ich stamme aus einem Dorf, da kamen früher die Bauern zusammen, zur Mittagszeit und jeder hat ein bisschen was gebracht. Gurken, der eine hat Gurken gebracht, der eine hat Brot gebracht, der eine hat Käse gebracht und dann saß man zusammen und hat man gemeinsam Mittagessen. Was bringt der Islam mit? Welche neue Werte bringt der Islam zu den universellen Menschenrechten, zu den westlichen Werten, damit wir sagen, das hat gefehlt und daraus machen wir ein Euro-Islam? Nein, was man meint ist, ein gezähmter Islam, ein zahnloser Islam, ein Islam, der entkernt ist aus seinem Wesen. Das ist auch der Vorwurf gegenüber einem Bassam Tibi. Das ist, wenn wir über Theologie und über Konzepte sprechen oder politische Dimension des Begriffes Euro-Islam. Wenn wir aber über Menschen sprechen, dann müssen wir was anderes sagen, denn es gibt einen Unterschied zwischen der Ideologie und den Menschen. Es gibt viele Muslime, die Europäer sind. Die sind nicht gerade Europäer, weil sie Muslime sind. Das ist halt nebenbei. Manchmal ist es sogar so, obwohl sie Muslime sind. Sind sie Europäer? Weil sie sich für diese Identität entschieden haben und auch einen hohen Preis dafür bezahlt haben, dass sie sich von bestimmten Werten trennen mussten, die dem Konsens der europäischen Werten auch widersprechen. Und das ist etwas, was man ehrlich sagen muss. 2 völlig unterschiedliche Wertesysteme können nicht 1:1 eine Symbiose bilden, ohne dass eine Explosion daraus entsteht. Das ist auch genau gilt für Integration. Wer sich integriert, kann nicht sagen, ich bringe alle Werte, die ich aus dem Islam und aus den patriarchalischen Strukturen in Anatolien oder aus Bosnien oder aus Marokko oder aus Ägypten und setze das 1:1 und dann nehme ich dann die Vorzüge der europäischen Identität noch dazu und sage, ich bin ein europäischer Moslem, sondern das ist eine explosive Mischung. Integration bedeutet Entscheidung. Entscheidung setzt Freiheit voraus, dass ich mich für etwas entscheide und auch mich von etwas trennen kann. Aber solange ich unter den Zwängen lebe, dass ich auf gar keinen Fall mich von irgendeinem Wert des Islam trennen kann, dann kann ich nicht Europäer werden. Dann ist es eine Illusion, sowohl Konzept von Euro-Islam als auch Konzept von Integration. Ist das, was Sie jetzt auch in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit vorantreiben, Sie haben erwähnt, diese, auch der Versuch, das so zu kontextualisieren, wie es unter akademischen europäischen Bedingungen kontextualisiert wird, historisch kritisch zu arbeiten, haben Sie oder spielt diese Idee damit, so wie einen europäischen Islam mit zu formen, eine Rolle oder ist das? Nein, definitiv spielt das eine Rolle, weil wir auch Theologen Kinder unseres Kontextes oder unserer Kontexte, in denen wir leben und wirken. Natürlich ein muslimischer Theologe in
also vor 200-300 Jahren, er kommt nicht auf die Fragestellung, ja, wie steht es der Islam, also steht der Islam zu Menschenrechten, da gab es noch keine Deklaration oder zu demokratischen Grundwerten und so weiter, sind Begriffe unserer, jetzt, unseres jetzigen Zeitalters. Und die Theologen heute, die sich dafür interessieren, die stellen die Frage, wie steht der Islam zu eben diesen Säulen des Euro, also zu Menschenrechten, zu demokratischen Grundwerten, Gleichberechtigung von Mann und Frau und so weiter. Und was ich unter Euro-Islam verstehe, ist nicht jetzt, was bringt der Islam zusätzlich, damit es Euro-Islam heißt, sondern viele Gläubige, wir haben ja die 20 Millionen Muslime in Europa, die Frage stellen, kann ich ein Europäer sein und zugleich ein Muslim? Wenn ich jetzt diese europäischen Werte mir aneigne, von Individualität, Menschenrechte und so weiter, Gleichberechtigung der Geschlechter, kann ich meine Religion so lesen, dass das im Einklang steht, oder muss ich einen Abbruch machen mit meiner Religion und zu sagen, ich verlasse jetzt den Islam, damit ich ein Europäer sein? Und dahinter steckt eigentlich die Frage, ist Integration möglich? Nicht? Also so scharf eben, stellt das. Eben so ist das. Und da spielt hier auch die Theologie eine Rolle, um zu sagen, Moment, ein Euro-Islam ist ein Verständnis von Islam, eine Auslegung des Islams, das in, die in Einklang steht mit diesen europäischen Werten. Aber die Gläubigen wollen sehen, wie geht das? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dieser koranischen Stelle um? Wie gehe ich mit dieser, jenen und jener Position innerhalb der Theologie, mit dieser Aussage des Propheten? Und meine Aufgabe in meinem Wirken, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen, die interessiert sind an diesen theologischen Diskursen, zu zeigen, ja, das geht, weil es kulturelle Werte gibt, die man unterscheiden muss von rein religiösen Werten. Also wenn ich jetzt von Nächstenliebe spreche, von Spiritualität als religiöse Werte, dann sage ich ja, das sind religiöse Werte oder Spiritualität ist kein Wert. Reden wir über Keuschheit. Reden wir über Keuschheit. Ja, das ist genau der Punkt. Oder ein Wert wie Keuschheit oder Gleichberechtigung oder Nicht-Gleichberechtigung, das sind kulturelle Werte. Die Wandel im Wandel der Zeit. Keuschheit ist nicht religiöser Wert. Und da gibt es alles dehnbar in der Auslegung, Verantwortlichkeit für Familie, Verantwortlichkeit für seinen Körper. Der Begriff Verantwortlichkeit ist ein Wert. Also wie du würdest als auslegt, Theologe sagen, jeder Muslima kann auch außerhalb der Sexualität Sex mit jemand haben, egal ob jetzt in einer Partnerschaft oder ein One-Night-Stand, und dadurch hat sie die Werte des Islam nicht verletzt. Kannst du das als Theologe sagen? Ja, dann, ich sagen, dann biegst ich sag du dann Folgendes, die Sachen zurecht. Dann sage ich Folgendes. Jeder, der mit eigenen freien Stücken handelt und meint, ich verstehe, dass meine Handlung in meinem Kontext für mich eine verantwortungsvolle Handlung, ich verantworte sie vor Gott als gläubigen Menschen, weil ich das so verstehe im Einklang meiner Religion, sprich ihm das nicht ab. Es gibt keine, also du selber sagst, ich will keine Autorität. Und dann sagst du mir, ja, Mohammed, was würdest du zu dem und zu dem sagen? Würdest du das erlauben? Also du willst aus mir eine Autorität machen. Ich bin keine Autorität. Ich lehne religiöse Autoritäten ab. Jeder soll für sich entscheiden. Und das ist auch ein Wert. Das ist der Islam. Also das heißt, der Islam erlaubt einer Frau, ihre Sexualität auszuleben, ohne vor du der denkst Hölle, schon wieder an Autorität. Das ist eine autoritäre Frage. Du stellst eine autoritäre Frage, aber du willst das System verlassen. Wir wollen dieses Halal, Haram, erlaubt, verboten, Fatwas geben. Du gibst gerade eine Fatwa. Sagst, du bist erlaubt, eine Autorität. Du erlaubst dir jetzt nach 1400 Jahren zu sagen, was Gott damals gemeint hat. Das ist eine Autorität. Nein. Ich lass einen offenen Zugang, einen dialogischen, und sag jedem gläubigen Muslim, der sich dafür interessiert, den Koran liest, sag, liest du mal selber. Und deshalb kennt der Islam kein Lehramt und keine Kirche und lehnt völlig ab, was wir leider sehr oft machen. Ja, erzähl du mir, was der Koran sagen will. Der Koran sagt, liest und liest immer wieder und immer wieder, weil der Mensch selbst auch mal heute zu dieser Erkenntnis und morgen zu einer anderen Erkenntnis kommt. Also der Islam lehnt sogar die Autorität im Kopf eines aber selbst das, also du bist nicht der Einzige, der kontextualisiert. Auch der IS kontextualisiert übrigens und sagt, wenn der Koran über die Ungläubigen spricht, die den Propheten belagern und ihn und seine Gemeinschaft vernichten wollen. Das ist genau die gleiche Situation, die wir heute haben. Die irakische Armee, die syrische Armee, die Amerikaner, die Russen, die Iraner, alle belagern uns. Wir sind in der gleichen Situation. Sie kontextualisieren auch, du sagst,
mit der Esel. Ja. Damals meint Gott nicht natürlich Esel und Pferde als Transportmittel. Dann kommen dann sie auch, da gibt es auch eine Stelle im Koran, wo Gott den Gläubigen sagt, sie sollten Waffen ansammeln und Pferde und Schwerte und so weiter. Er redet vom Schwert. Und wenn Gott von Schwert von damals spricht, dann meint er Flugzeug und Bomben von heute und Sprengstoffgürtel. So kommen wir nicht weiter. Jeder kann das kontextualisieren. Aber solange wir sagen, Gott hat gesprochen und hat uns dann überlassen zu interpretieren, da kann jeder. Warum sind wir sauer auf IS? Die haben sogar noch mehr Passagen und noch mehr deutliche Aussagen, die für Gewalt und Ausgrenzung sprechen. Dadurch, dass du ein guter Mensch bist, dadurch, dass du deine westliche Bildung, deine Nettigkeit, dein gutes Herz zurückprojiziert auf die Texte des Korans, kommt sowas raus. Aber der Koran erlaubt auch das Gegenteil. Darf ich Sie kurz stoppen? Mache ich ungern, aber das ist jetzt interessant. Jetzt könnte man sagen, ist vielleicht so, aber wenn es hilft, nicht? Würde ich darauf sagen, okay, es ist nur, ist nur der Umstand, dass er ein guter Mensch ist, dass er nett ist, dass er das Gute will, dass er auf seine Mitmenschen schaut. Und das projiziert er zurück auf den Koran und auf die islamische Tradition mit einer gewissen Autorität als universitärer Lehrer, der ja auch so quasi wiederum Religionslehrer dann in der Folge ausbildet. Wenn es genug gibt, die das denken und die das so machen, also da könnte man ja schon zunächst mal zufrieden sein. Das heißt, die Frage ist, tun es genug? Meine Frage ist, ist das, was Sie erzählen von Ihrer Arbeit, von anderen, die daran interessiert sind, ist das etwas, von dem man annehmen und hoffen kann, dass es in absehbarer Zeit, sagen, in einer gewissen Breite der muslimischen Bevölkerung in Europa unter diesen 20 Millionen ankommt und damit seinen Beitrag sozusagen zur Vermittlungsfähigkeit zwischen, wie Samad sagen würde, islamischen und europäischen Werten führt? Das ist ja dann eigentlich die entscheidende Frage. Ist das etwas, was in den Elfenbeintürmen der akademischen Islamwissenschaft stattfindet? Oder ist das etwas, was irgendwie die Aussicht hat, in der Bevölkerung anzukommen und damit einen Beitrag zu dieser Vermittlung zu leisten, die oft genug offensichtlich nicht funktioniert und um die es ja allen geht? Wir brauchen Bildung, auch religiöse Bildung, auch, also nicht nur, aber auch. Wir brauchen öffentliche Diskurse. Also ich kann nicht erwarten von allen Muslimen, dass sie sich jetzt historisch kritisch mit dem Koran auseinandersetzen und all diese Traktate und Bücher lesen. Aber ich kann schon einen öffentlichen Diskurs herbeiführen. Das, was gepredigt wird in den Moscheen, was über den Islam gesagt wird, auch von den Laien, dass hier ein Diskurs mitschwebt. Moment, das ist alles im historischen Kontext. Wenn ein Muslim kommt und sagt, ja, das steht im Koran, schlägt Frauen, dass sofort der andere Muslim sagt, ja, Moment, das ist in seinem historischen Kontext damals, heute brauchen wir solche Verse nicht mehr, weil sie in einem bestimmten Kontext bestimmte Aufgaben hatten. Oder genauso wie wenn jemand sagt, du darfst kein Auto fahren, du sollst auf dem Esel kommen, dass der andere aufspringt und sagt, nein, das war damals in dem Kontext, wenn es um Körperstrafen, um bestimmte Geschlechterrollen und vieles mehr. Also aber wenn das ein Diskurs ist. Wenn das gepredigt wird in den Moscheen, was derzeit in den Moscheen gepredigt wird, wird ja regelmäßig untersucht. Auch vor kurzem gab es eine Studie in Österreich, die das untersucht hat. Das ist nicht gerade das, was Sie uns vorher erzählt haben. Wir sind weit entfernt von einem historischen Bewusstsein dieser theologischer Positionen, dass wir den Koran im historischen Kontext verorten. Sonst würde ich das, also man könnte empirische Studien machen unter den Muslimen, allein hier in diesem Saal, gehe jede Wette ein, dass 90% ablehnen, was ich da sage, und 10% vielleicht bejahen, vielleicht anders, wäre positiv überrascht, wenn es anders wäre, aber ich werde andauernd angegriffen, sogar hier in Österreich, man erfindet auch Suspekt, also ich will keine Namen nennen, ist egal, aber man wird andauernd angegriffen, weil für viele klingt das befremdend und ich sage bitte, mit etwas Demut soll man sich auch damit auseinandersetzen, auch mit diesen Positionen. Das ist nicht das, was wirklich den Mainstream-Islam heute ausmacht, noch nicht. Aber diese 90% müssen sich stellen und stellen sich jeden Tag, wenn man so will, der Kommunikation mit anderen. Und das ist auf den Punkt gebracht, das Integrationsproblem oder das Integrationsthema, über das wir reden. Wenn ich Ahmed Abdelsamad richtig verstehe, dann sagt er, dass Integration und das Miteinander von Muslimen und Nicht-Muslimen auch jetzt in Europa nicht gut funktioniert,
hat genau damit zu tun, dass eben 90% der Menschen, die hier leben, nicht nur hier im Saal, sondern die in den europäischen Ländern leben, von diesen 20 Millionen, sagen, Khashid, was Sie da sagen, nein. Na ja, gut, historisch-kritische Methode ist gerade 100 Jahre alt. Also wenn wir hier gesessen wären vor 100 Jahren über das Christentum, die Bibel gesprochen, hätten wir ähnliche Probleme, die wir heute Muslime noch haben zum Umgang mit dem Koran. Also das sind ja Entwicklungen, sind Prozesse, sind nicht vom Himmel gefallen. Ich habe mehrfach angedeutet, das Zweite Konzil, 60er Jahren, 20. Jahrhunderts, auch gerade 60 Jahre her. Das sind Entwicklungen, die ihre Zeit brauchen. Ich schaue in die Zukunft und zähle auf religiöse Bildung. Was mich manchmal pessimistisch macht, ist zu beobachten, dass in Europa, auch hier in Österreich gerade, dass der politische Islam, Islamismus, der politische Islam im Sinne von diejenigen, die Macht wollen im Namen des Islams. Deshalb verstehen den Islam als ein juristisches Schema, das alles beschreibt, alles kontrollieren will, damit sie selber die Muslime kontrollieren. Es geht nicht um Spiritualität, nicht um Ethik, nicht wirklich um Gottes Suche oder Sinnsuche, sondern es geht um Kontrolle und um Macht. Und diese Institutionen des politischen Islams, ich sehe, dass sie immer stärker Fuß fassen und stärkeren Einfluss auf die Muslime nehmen, auf Religionsunterricht, versuchen auch in der Imame-Ausbildung, auf theologische Ausbildungen, und das macht mir Sorge. Und vor allem, sie polarisieren in der Gesellschaft, indem sie immer wieder, ich beobachte das allein schon in den Netzwerken, wie stark polarisiert wird. Die wollen euch nicht, die sind gegen den Islam, der Westen, egal welcher Politiker, welche Politik, welche Richtung, wer immer, auf irgendwelche Missstände aufmerksam machen. Seit da läuft etwas falsch. In eurem Sinne, liebe Muslime, in eurem Sinne, oh, der ist Islamhasser, der will euch nicht, der haut auf den Islam. Es wird manipuliert, Propaganda, Hetze betrieben. Was kann man dagegen tun? Naja, also der Staat muss schon aufmerksamer diese Prozesse beobachten. Also ich frage zum Beispiel, warum hat man jetzt erst diese Studie über die Moscheen gemacht? Die ist überfällig schon, längst überfällig. Warum macht man nicht jährlich solche Studien, die immer wieder begleiten, um auch alle etwas also zu zeigen, hier transparent in der Gesellschaft, um die Ängste der Menschen auch wegzunehmen, um zu zeigen, schaut mal, was da gepredigt wird. Aber wenn man sich die Studie anschaut und die Zitate, also werden Predigten zitiert zum Teil, also nicht jetzt von den Autoren was erfunden, also manches ist schon irritierend, und da fragt man sich, also sind das jetzt integrationsfördernde Maßnahmen oder eher umgekehrt? Und der Staat darf nicht zuschauen passiv, sondern muss eingreifen. Vielleicht darf ich jetzt dann die andere Rolle übernehmen und sagen, es wurde jetzt diese Zahl von 90% erwähnt, damit jetzt keine Missverständnisse auch entstehen. Es sind nicht jetzt 90% der Muslime hier fundamentalistisch oder nicht integriert oder radikal. Ja. Ich unterscheide wohl. Also wenn es um den Islam in seiner jetzigen Verfassung geht, dann sage ich demokratiefeindlich und nicht vereinbar mit unseren Werten. Aber wenn es um den Muslimen geht, dann muss man ein differenziertes Bild machen. Wir haben, ich sage mal grob gesagt, 4 Gruppen von Muslimen und 4 Integrationsfelder, damit wir schauen, wie die Integration funktioniert. Wie gesagt, grob gesagt, wir haben eigentlich säkular areligiöse Muslime. Das ist keine kleine Gruppe, weder in Österreich noch in Deutschland noch in Europa. Die ist aber unsichtbar, die ist nicht organisiert oder nur marginal und hat keine politische Macht im Nacken oder im Rücken, um sie zu unterstützen. Deshalb sind sie ein bisschen anwesend oder abwesend vom Diskurs. Dann gibt es die Islam-Light-Gruppe, ist auch keine kleine Gruppe, aber auch nicht die Mehrheit. Und sie nehmen von diesem offenen Buffet der Identitäten das, was ihnen passt vom Islam, Spiritualität, ein paar Werte, aber den Rest ist eigentlich europäisch, was ihre Lebensweise. Und sie kommen auch zurecht. Sie können das machen, weil sie nicht in Migrantenstrukturen und Milieus eingebettet sind, die sie kontrollieren. Dann kommt die dritte Gruppe, eben diese
Migrantenviertel, diese Migrantenmilieus, wo nicht unbedingt in erster Linie die Religiosität eine Rolle spielt, sondern die soziale Kontrolle, was das Kollektiv denkt und sagt über einen. Das ist manchmal viel wichtiger und viel gefährlicher als was die Eltern für ihre Kinder tun. Und da haben wir das erste Problem mit Integration. Dann kommt natürlich der politische Islam, der genau aus diesen Milieus genau fischt, der früher auch seine Infrastrukturen nur in solchen Milieus aufbauen konnte. Aber seitdem wir die Integrationsdebatte haben, seitdem der Staat den Wunsch hat, muslimische Gesprächspartner zu haben, hat man ungewollterweise diese Vertreter des politischen Islam hofiert, aufbewertet, sie medial auch hofiert, sodass sie für viele Muslime auch als Vorbilder, als Ansprechpartner zu finden sind. Der Staat wollte was Gutes erreichen und hat katastrophale Ergebnisse. Der Staat wollte Muslime empowern, was eine gute Gedanke ist und ich bin auch dafür, aber man hat den falschen Partner ausgesucht. Aber er hat den Verbänden Macht gegeben. Er hat den Verbänden Macht gegeben, er hat auch Fördergelder auch fließen lassen in diesen Verbänden und sie, auch viele von ihnen, haben natürlich genau diese neuen Strukturen ausgenutzt, um eine ganz andere Identität zu befestigen als die Identität, die wir für gut halten. Wir haben einen Erdogan-Kult mit unseren Steuergeldern finanziert und das jahrelang. Und jetzt wundern wir uns, dass viele auf der Seite von Erdogan ist und sich gegen unsere Werte, unser Wertesystem auch richten. Die Politik muss auch sich dieser Frage stellen, warum es so verlaufen ist, ob man in der Zukunft auch so weiterverfahren kann. Ich sehe solche Studien als eine sehr gute Chance, dass man weiß, was schief läuft und was man verändern kann. Und ich sehe, wie die Muslime immer auf kritische Studien reagieren. Immer nach dem gleichen Muster. Immer steckt eine Verschwörung dahinter. Nicht alles eine Chance. Leute, es kommen gute Wissenschaftler, die untersuchen, was schief läuft in euren Kindergarten, was schief läuft in euren Moscheen. Eure Kinder sind davon betroffen. Die Zukunft eurer Kinder. Ihr werdet alle kommen und jammern, wenn manche von ihnen nach Syrien auswandern und euch fragen, wieso und warum. Warum? Weil ihr nicht rechtzeitig aufgepasst habt, weil ihr nicht gesehen habt, was schiefläuft in euren Communities, Moscheen, Kindergärten und Schulen. Und alle Studien, seitdem deine Studie über Islamunterricht in Österreich, die Studie, die wir jetzt gerade haben über die Moscheen in Österreich, Moschee-Report von Konstantin Schreiber in Deutschland, eine Studie, die in 2011 in Deutschland veröffentlicht wurde über Zwangsverheiratung, dass es tausende Fälle gab, die sich getraut haben, zur Beratungsstelle zu gehen und zu sagen, wir sind zwangsverheiratet worden oder es drohte eine Zwangsverheiratung. Obwohl es um 1000 Fälle damals gehandelt hat, kamen die Islamverbände, ich war damals Mitglied der Islamkonferenz, und haben gesagt, Einzelfälle hat mit dem Islam nichts zu tun, wir sollten darüber nicht so lange reden, sonst ist das Bild des Islam. Und solange das Bild des Islam wichtiger ist als die Zukunft eurer Kinder, dann habt ihr ein Problem. Ich kann nur bestätigen. Vielleicht, bevor wir dann das Publikum einladen, sich an der Diskussion mit Fragen zu beteiligen, würde ich gerne noch versuchen, Sie beide zu fragen, gibt es in diesem Problemfeld, das sagt, es gibt unterschiedliche Zugänge zur Religion, es gibt unterschiedliche Einstellungen zu dem europäischen Werteset, wie Sie es angesprochen haben, gibt es da ein Themenfeld, von dem Sie sagen würden, das ist besonders kritisch, das ist besonders entscheidend für die Frage, weil von heute auf morgen wird nichts gehen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ein Feld oder sagen ein Thema in diesem Konfliktfeld, Bildung. Das besonders dringend wäre? Bildung, Bildung, Bildung. Wir haben ein Bildungssystem. Dieses Bildungssystem muss den jungen Menschen eine attraktive Identität anbieten, muss ihnen kritisches Denken beibringen. Aber ich sehe, dass die Bildungssysteme teilweise versagen, dass wir in der Schule von der vierten Klasse bis zum Gymnasium
ein Phänomen haben, wo wir gebildete Leute haben, die in Österreich oder in Deutschland ausgebildet sind und gebildet sind und trotzdem für sie das Wort österreichisch oder deutsch ein Schimpfwort ist. Dass sie hier leben und vielleicht nur einmal im Urlaub oder zweimal in ihrem Heimatländer, aber nicht hier als die Mitte ihrer Gesellschaft oder ihres Lebens betrachten. Und ein Bildungssystem darf nicht so zurückhaltend sein, muss so gut ausgestattet sein, um ein Gegengewicht zu dem, was zu Hause erzählt wird und zu dem, was in der Moschee erzählt wird. Weil es läuft viel schief über zu Hause und über die Moschee. Nicht alle Moscheen und nicht alle Familien, damit es klar wird. Aber es gibt Kinder, die schon in der Kita kommen mit der Vorstellung, pass auf, sie sind ungläubig, sie essen Schweinefleisch und die trinken Alkohol und die schlafen alle miteinander. Und man wächst mit dieser Angst, mit dieser geistigen Mauer und die Schule ist hilflos. Und da muss die Schule und auch alle anderen Institutionen zwei Botschaften senden. Eine Botschaft an die Eltern und eine Botschaft an die Kinder in die Schule. An die Eltern sollte die Botschaft lauten, ihr wollt eure Kinder zu diesem Bildungssystem schicken, damit sie weiterkommen beruflich, viel weiter als ihr, gesellschaftlich und beruflich. Wenn ihr das wollt, dass eure Kinder weiterkommen als ihr, dann müsst ihr damit rechnen, dass sie neuen Welten begegnen, damit, dass sie andere Erfahrungen machen, die vielleicht ihr nicht angenehm findet, dass ihr das vielleicht nicht mit euren moralischen Vorstellungen vereinbar sind. Dann muss auch diese Freiheit vorhanden sein, damit sie Teilhabe haben können. Und an die Kinder muss auch eine Botschaft gesendet hat, dass sie in Frage stellen, was auch zu Hause erzählt wird und was in der Moschee erzählt wird und nicht für bare Münze nimmt. Und dass sie, um tatsächlich eine gute Chance zu haben auf Teilnahme, als gleichberechtigter Bürger zu werden in dieser Gesellschaft, sich auch von Vorstellungen trennen müssen, die mit Demokratie und Freiheit nicht vereinbar sind. Man kann nicht beide Wertsysteme einfach künstlich zusammenquetschen und das Hybridität oder Multikulturalität nennen, ohne die problematischen Stellen offen und ehrlich anzusprechen. Und da frage ich mich, ist die Schule dafür geeignet? Ist die Schule dafür gut ausgestattet? Trauen sich die Lehrerinnen und Lehrer, solche Debatten überhaupt mit den Kindern zu führen oder machen sie einen Bogen darüber? Die Kinder haben einen Wunsch, über Identität zu sprechen, über aktuelle politische Themen, über Diskussionen, aber dann man erzählt ihnen von Kant und von der schönen alten Kultur und so weiter. Die Schule muss umdenken und auch diese Zurückhaltung muss enden. Man hat immer gehofft, das ist eine innermigrantische Angelegenheit und es löst sich dann und mit den Generationen wird es besser. Wir sehen, mit den Generationen wird es nicht viel besser. Ja, es machen mehr Leute Abitur. Ja, es studieren mehr Leute. Aber viele von diesen Leuten, die studiert haben, werden dann später so Krawatten-Islamisten, nenne ich das, sitzen auch in solchen Talkrenten, pflegen genau diese Opferhaltung und zitieren zwar Kant und Horkheimer und Adorno, um zu beweisen, dass Erdogan recht hat. Und das ist auch ein Produkt unserer Bildungssysteme. Da frage ich mich, was ist eigentlich schiefgelaufen? Und genau deshalb würde ich zusätzlich auch zu der Frage der Bildung, aber das hast du eh auch ausgeführt, Frage der Identität anführen als wichtigstes Thema, gerade wenn wir von Integration sprechen. Wir haben gut gebildete zum Teil Muslime, aber die dennoch sich abschotten. Wir haben gut gebildete, die dennoch zur ES gegangen sind, auch wenn das wenige sind. Also die Bildung alleine löst nicht das Problem, sondern die Frage, warum identifizieren sich manche mit der Gesellschaft und eben wenn sie Kant rezipieren ihn nicht als meinen Philosophen, sondern das ist der andere, der europäische. Nur die muslimischen Grundzeit. Philosophen des Mittelalters sind unsere Philosophen. Aber wenn es um Identität geht,
Denn müssen wir alle, und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, daran arbeiten, dass eben auch die jungen Muslime, die auch gut gebildet sind, sich mit dieser Gesellschaft identifizieren. Das ist mein Österreich, das ist auch mein kulturelles Erbe, also dass man sich auch das zu eigen macht, auch in der Theologie. Wir rezipieren in der Theologie kaum die heutige oder die moderne Philosophie oder die Philosophie der Aufklärung, leider. Und das fehlt völlig. In der christlichen Theologie ist es gang und gäbe, dass man in der Hermeneutik von Schleiermacher bis Gadamer, Paul Ricoeur und viele andere rezipiert. Das tun wir im islamischen Kontext kaum. Aber wie du es auch gesagt hast, es ist nicht nur eine Aufgabe der Muslime, sondern die gesamtgesellschaftliche, dass auch die Gesellschaft nicht andauernd in Abrede stellt, gehören die zu uns, die Muslime, oder sind das die anderen, wir Österreicher oder wir Europäer und die Muslime, sondern dieses große Wir, damit Muslimen geholfen wird, aus der Opferrolle rauszukommen. Wir sind nicht immer die Opfer, die immer nicht gewollt sind, und jeder, der uns kritisiert, und das ist in meinen Augen eine sehr gefährliche Tendenz in den letzten Jahren, dass jede Form der berechtigten oder nicht berechtigten Kritik an den Islam sofort als Islamophobie deklariert wird. Ohne Religionskritik hätte sich das Christentum nicht so weiterentwickelt. Ohne Islamkritik, Religionskritik wird sich der Islam auch nicht weiterentwickeln können, um seine eigenen Positionen zu überprüfen, auf deren Plausibilität, die Argumente, die Gegenargumente. Dafür brauchen wir auch Religionskritik. Islamkritik ist nicht jede Form von Kritik, ist eine Islamophobie oder Islamhass. Da muss man sachlich an die Themen ohne Emotionen herankommen. Aber ich beobachte, dass Emotionen viel mehr Rolle spielen. Deshalb habe ich vorhin übrigens gesagt, auch wenn ich das jetzt aus dem Bauch, natürlich geht es nicht um 90% oder 10%, aber wenn viele mir widersprechen, ohne überhaupt sich damit auseinandergesetzt zu haben, weil es um Identität geht, oh Moment, das ist einer von den anderen, oder es wird suggeriert, das ist einer von der gegen uns ist, oder wie immer. Oder von wo gesteuert wird, das ist auch ein sehr beliebtes. Und wo gesteuert, und in Österreich haben wir leider, also wir haben verabredet, wir sprechen nicht über, klar, über Politik, aber nur ein Satz, also dass manche islamische Tendenzen jetzt, um guter Muslim zu sein, musst du zu dieser Partei gehören oder diese wählen, und wenn du diese wählst, bist du schlechter Muslim. Das ist auch eine gefährliche Tendenz eigentlich. Also das alles entlang dieser Identitätsfrage, und das macht mir schon etwas Sorge, diese Entwicklungen, wo es nicht nur um Bildung geht, sondern um die Frage der Anerkennung der Muslime. Und wie gesagt, das ist auch unsere als Gesamtgesellschaft unsere Aufgabe, Räume zu schaffen, dass Muslime sich entfalten können, um sich zu identifizieren mit der Gesellschaft. Wir wollen jetzt noch Räume für Fragen entfalten hier an diesem Abend. Sie sind jetzt eingeladen, an die beiden Herren Fragen zu stellen. Das ist ernst gemeint, die Bitte ist wirklich, Fragen zu stellen. Fragen zeichnen sich dadurch aus, dass sie relativ kurz sind und im Zweifelsfall mit dem Interpunktionszeichen eines Fragezeichens beendet werden können, ohne dass das komisch aussieht. Es ist relativ schwer, weil das Licht blendet, aber ich ist vielleicht unfair, habe ich zuerst gesehen, die Wortmeldungen hier vorne, vielleicht in der Reihe, wenn man das... genau. Na, hier, zwei Reihen weiter vorne, bitte, danke. Vielen Dank für die Diskussion, ganz, ganz toll. Ich habe eine Frage, ich habe gehört von der Bezeichnung Al-Takia. Was ist das und ist das mit der Integration vereinbar? Ja, okay. Also ganz kurz, bei aller Kritik, die man natürlich an manchen muslimischen Gruppen übt, und ich bin dafür bekannt, dass es, wenn es um Kritik geht, da nehme ich kein Blatt vor den Mund. Aber dieser Begriff wird sehr oft benutzt, um alle Muslime zu diffamieren, alles Lügner. Und das ist natürlich etwas, was sehr gefährlich ist. Takiya ist ein Konzept, ein schiitischer Konzept, kein sunnitischer. Ist entstanden, als die Schiiten massiv unterdrückt waren unter sunnitischen Muslimen. Und sie dürften theologisch ihre religiöse Identität verstellen, dass sie behaupten, keine Schiiten zu sein, damit sie nicht getötet werden. Das ist alles. Daraus ist natürlich auch im Schiitentum einige Konzepte später entstanden, die Khomeini im Kampf gegen das Regime von Schah eingesetzt hatte, dass man sich auch alles säkular, also nach außen geben darf, um
Vorteile zu bekommen, um ein bisschen die Strukturen des Schah-Regimes zu unterwandern, um auch natürlich die Linken, die die Revolution von Khomeini auch unterstützt haben, nicht zu verschrecken. Aber das bedeutet nicht, dass jeder Moslem sich verstellt und dass jeder Moslem lügt. Und genau da wären wir an einem Punkt, wenn wir Konzepte wie Islamophobie und auch diese Opferhaltung kritisieren, die den Diskurs immer im Keim ersticken, dann müssen wir auch über andere Elemente, die den Diskurs schaden, nämlich Alltagsrassismus und Unterstellungen. Muslime als Kollektiv sind keine Abfalltonnen für Klischees. Und nicht immer über ihre Religion sofort dann zu identifizieren. Ich habe ja die unterschiedlichen Schattierungen und es gibt auch mehr und es gibt einen Unterschied zwischen Islam im bosnischen Kontext und Islam im türkischen Kontext und im heutigen türkischen Kontext und damals türkischen Kontext. Man sollte erstmal mit den Menschen als Menschen umgehen. Man sollte die demokratisch gesinnten Muslime nicht verschrecken, indem man sie in einen Topf wirft mit den Radikalen und Reaktionären, denn so können wir den Kampf gegen den radikalen Islam nicht gewinnen. Wir holen die Demokraten, die Säkularen, auch die Religiösen, die für unsere Werte auch einstehen, auf unsere Seite und kämpfen mit ihnen gemeinsam gegen alle Undemokraten. Die Trennlinie für mich verläuft nicht zwischen Moslem und Nicht-Moslem, sondern zwischen Demokrat und Nicht-Demokrat. Zwischen jemand, der der Freiheit zustimmt und lebt und auch zulässt und jemand, der Unfreiheit auslebt. Genauso wie wir bei den Muslimen Ränder haben und eine schweigende Mitte, haben wir auch in der Gesamtgesellschaft Ränder und eine schweigende Mitte. Was ich von Muslimen erhoffe, erhoffe ich mir auch von der Gesamtgesellschaft, dass sie sich an diesen Rändern reiben, den Diskurs mit ihnen nicht scheuen, damit sie ihre gemeinsame Identität finden. Dass die Muslime den Radikalen nicht gewähren lassen, dass sie andere Diskurse entwickeln, außer Opferhaltung. Aber auch die Gesamtgesellschaft darf sich nicht irgendwie so in der Mitte gleichgültig positionieren, wo auch Hass und Ressentiment geschürt werden. Wir sollten die Debatten in aller Ehrlichkeit über den Islam führen, aber nicht alle Muslime in Mitleidenschaft ziehen und sagen, die sind alle Lügner, die sind alle zwangsverheiratet, die sind alle Undemokraten. Nein, es gibt eine Menge gute Muslime und Demokraten und sie finden nicht zu diesem Diskurs. Es ist auch Aufgabe der Medien und der Politik, nicht immer die gleichen Figuren zu hofieren, die diese Opferhaltung immer zementieren, sondern auch vernünftige Menschen einzuladen, die auch ein Role Model. Ich will, dass Leute wie Mohammed Khurshid viel mehr Raum in der Wissenschaft, in den Medien, in dem öffentlichen Diskurs nehmen, damit auch Muslime sich mit ihnen identifizieren können und sagen, so eine Leseart, so eine Haltung, er ist kritisch genug, aber nicht demagogisch und er ist offen für Dialog, ohne sich hinter dieser Opferhaltung zu verhallen. Wir sollten alle Sorten von Rassismus und von Ablehnung unserer Werte ablehnen, egal ob von muslimischer Seite oder von nicht-muslimischer Seite kommt. Danke, bitte hier. Jetzt, ja. Meine Frage bezieht sich auf die Studie von Vidino, wo es darum ging, dass vor allem in Österreich der Nährboden für die Muslimbruderschaft sehr, sehr gut war und Gesellschaften wie die IGGÖ oder die Liga Kultur oder die IRPA, die Islamisch-Religionspädagogische Akademie, sind so die primären Ansprechpartner in Sachen Islam in Österreich. Und was mich auch interessieren würde, ist, woran erkennt ein normaler Zivilist, dass ich es mit einem Muslimbruder oder einer Muslimschwester zu tun habe oder nicht? Magst du direkt? Es ist ein grundsätzliches Problem, dass wie gesagt, die Mehrheit der Muslime, also in dieser Frage, also wer repräsentiert die Muslime, wer spricht für die Muslime, dass der Islam in seiner Verfasstheit so eine Kirche, ein Lehramt nicht kennt. Und wir kennen im Islam so einen Kontext, ein Konzept nicht wie die Kirchen, dass der Staat sagt, das ist mein Ansprechpartner und ich
rede nur mit denen, die organisiert sind. Gerade auf den Islam aufgesetzt, dieses christliche Konzept, fördert den politischen Islam. Weil wer ist organisiert? Die normalen Muslime, die Mehrheit der Muslime, haben kein Interesse, sich zu organisieren, zu sagen, wir machen einen politischen Verein oder was immer. Aber man fördert dadurch, unbewusst oder ungewollt, besser gesagt, der Staat fördert dadurch den politischen Islam. Und das ist das Problem in meinen Augen, wenn man dieses christliche Konzept 1:1 unreflektiert auf den Islam einfach so übernimmt. Man muss in anderen Strukturen denken. Damit sage ich nicht, dass man jetzt die islamische Glaubensgemeinschaft nicht anerkennt oder so, aber wer sitzt da alles in der islamischen Glaubensgemeinschaft? Der Islam ist sehr vielfältig. Es gibt eine Bandbreite an Auslegungen des Islams. Werden die alle repräsentiert wirklich von denen, die sagen, wir sprechen für die Muslime oder für den Islam? Ich glaube nicht, ich habe nicht den Eindruck zumindest. Und auf Ihre Frage, wie erkennt man einen Muslimbruder, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Also einen Salafit erkennt man viel einfacher eigentlich. Und manchmal sogar in diesen Fragestellungen sind Salafiten auch sehr, also viel ehrlicher. Also ein Pierre Vogel, der geht öffentlich und sagt, ja, ich finde Demokratie ganz blöd und nicht vereinbar mit dem Islam. Ich mache dies und jenes und droht und öffentlich und seine Meinung, aber zumindest er macht das, er sagt, was er denkt. Aber der politische oder Muslimbrüder, und ich glaube, das ist das Dilemma in Österreich, dass die Politik das selbst auch nicht durchschaut. Und viele sind auch schockiert, wenn sie sehen, oh Moment, Person XY oder Organisation XY, die gehört auch zum politischen Islam oder zu diesen Muslimbrüdern. Und man weiß nicht, ja, woran erkennen wir das? Es gibt ja keine klaren Verzeichnisse und Mitgliedschaften und so, wo man das alles nachvollziehen kann. Aber Und es ist schwer, auch Kriterien da festzulegen, damit man nicht fälschlicherweise auch normale Muslime verdächtigt und sie pauschal dann in einen Topf da schmeißt. Aber nur ein Satz grundsätzlich, jeder, der den Islam als unter Anführungszeichen Kampfansage, nicht im physischen Sinne Kampf, aber Kampfansage versteht gegen die Gesellschaft und sich dafür einsetzt und polarisiert in der Gesellschaft und Politik daraus machen will und seine Interessen sind politische Interessen, keine Interessen an wirklich Lesarten des Korans, Spiritualität, ethische Grundsätze im Islam, ist schon verdächtig, dass er aus dem Islam ein politisches Agenda machen will. Man kann schon ein paar kleine Kriterien vielleicht dann einführen. Man kann nicht jetzt dann erkennen, ob jemand ein aktives Mitglied der Muslimbruderschaft ist oder nicht. Also ich kann es riechen, weil ich dann 2 Jahre lang selber bei der Muslimbruderschaft in Ägypten war. Ich weiß, wie sie denken, aber ich weiß auch, wie sie sich verstellen. Und dieses Takia-Prinzip tatsächlich passt auf den politischen Islam, wo man nach außen hin, natürlich die meisten Muslimbrüder heute weltweit würden nicht sagen, wir sind Muslimbrüder, sondern wir sind die Vereinigung irgendwelcher muslimischer Studenten oder wir sind irgendwelche islamische Gemeinschaft, aber der Begriff Muslimbruder ist belastet und deshalb meiden die Leute das. Aber es gibt Themen, die sie besitzen, die man zurückverfolgen kann. Und das wichtigste Thema mittlerweile für die Muslimbruderschaft ist Islamophobie. Sie wollen nicht die Krankheit innerhalb der muslimischen Community erkennen und deshalb erklären die Gesamtgesellschaft für krank. Sagen, wir haben keine Krankheit, du bist krank. Phobie ist eine Krankheit. Du bist krank, weil du Angst, unberechtigte Angst vor dem Islam hast. Das ist eine emotionale und politische Erpressung eigentlich, ein Mittel der Erpressung. Und deshalb sollte man nicht beeindruckt sein, wenn jemand von Islamophobie, wenn wir von Rassismus sprechen, da müssen wir darüber reden, weil es geht um Menschen. Aber Islamophobie, Angst vor dem Islam, erstmal ist es kein Vorwurf. Wenn ich Angst vor dem Islam habe, muss man die Angst ernst nehmen und schauen, warum. Also ich persönlich habe berechtigte Islamophobie. sonst wäre ich jetzt nicht hier geschützt. Und dann Thema Kopftuch ist immer sehr wichtig für Sie als Kampfsymbol der Identität. Und dann versuchen das jetzt zu verkleiden als ein Mittel der Freiheit der Frau oder Selbstbestimmung der Frau. Und das ist Etikettenschwindel. Dass man sagt, Kopftuch ist ein Zeichen der Emanzipation. Was für ein Umkehr des Begriffs Emanzipation. Und manche österreichische, deutsche und westliche Feministen kaufen den Blödsinn
und sagen, das ist Selbstbestimmung. Und das sind genau die Themen, wo man aufpasst. Aber nicht jeder, der Kopftuch trägt, ist Muslim. Natürlich muss man dazu sagen. Aber eher die das Thema wichtig nehmen. Also an ihren Themen werdet ihr sie erkennen. Es sind viel mehr Fragen, als wir in der Zeit noch unterbringen. Ich versuche jetzt chronologisch und geografisch einigermaßen fair zu sein. Ich glaube, ein bisschen weiter hinten sehen Sie. Genau. Ich hätte eine Bitte, könnten Sie den Begriff Al-Walla, Walbarra erklären? So wie ich das verstanden habe, hat es sehr viel mit Integration zu tun. Und woher kommt dieser Begriff überhaupt? Aus dem Koran oder ich weiß es nicht. Kommt aus Sura 9 im Koran und zwar aus dem ersten Vers. Natürlich eine kontextualisierte Situation. Es gab Krieg zwischen Mohammed und anderen Ungläubigen. Es gab auch Vertrags- und Friedensabkommen mit anderen. Und im Koran gibt es eine Stelle, wo all diese Friedensverträge gekündigt werden und der Kampf gegen alle Gruppen zugelassen wird, da wo jetzt der totale Kampf gegen die Ungläubigen, außer ein paar Gruppen, die natürlich in den folgenden Versen kommen, wo Gott sich und der Prophet sich loslösen von bestimmten Gruppen. Und da in dieser Sure wird losgelöst von den Ungläubigen, aber auch die Christen und Juden kriegen ein paar heftige Passagen. Der Kampf gegen Christen und Juden wird auch in dieser Sure 9 legitimiert. Und sogar gegen die nomadischen Araber und sogar gegen die Muslime, die es abgelehnt haben, auf der Seite Mohammed zu kämpfen oder seine Kriege zu finanzieren. Das heißt eigentlich von den meisten Menschen, auch von vielen Muslimen. Und das spielte lang keine Rolle mehr, dieses Konzept von Al-Wala wal-Bara, bis ein Gelehrter im Mittelalter namens Ibn Taymiyyah kam und daraus eine Doktrin gemacht hatte, dass Muslime sich abgrenzen sollten von allen diesen Gruppen, die auch im 14. Jahrhundert und danach natürlich 15. Jahrhundert auch gelebt haben, dass sie mit der wahre Muslim muss von diesen Gruppen Abstand nehmen. Und dann hat er sogar noch weitere Gruppen dazu gegeben, wie die Alawiten. Die gehörten auch zu diesen Gruppen, von denen Muslime sich distanzieren können. Dann nach seiner Lehre ist ein Muslim, ein wahrer Muslim, nur wenn er sich gegen diese Gruppen abgrenzt und sie auch aktiv bekämpft. Eine kurze Ergänzung, also die 9. Sure, und deshalb war das nie ein theologisches Konzept bis zum 14. Jahrhundert bei Ibn Taymiyyah, weil es eine Kriegssituation beschreibt. Wie gesagt, ich kontextualisiere immer. Es eine Kriegssituation beschreibt. Ibn Taymiyyah war der erste im 14. Jahrhundert, der erst auf die Idee gekommen ist, Moment, ich mache ein theologisches Konzept, aber auch, weil Ibn Taymiyyah selber in einem kriegerischen Kontext seine Theologie entfaltet hat. Und er war der erste Theologe, der eben das so getrennt hat, also um Muslim zu sein, reicht nicht aktiv sein, ein Muslim sich zu Muslimen zu bekennen, man muss sich lossagen von Nicht-Muslimen. Später im 18. Jahrhundert hat das Ibn Abdul Wahhab in Saudi-Arabien entdeckt, neu das Konzept. Und deshalb ist es heute ein rein salafistisches Konzept. Also nur unter den Salafisten finden Sie dieses Konzept, das sehr identitätsstiftend ist. Und deshalb rekrutieren die jungen Menschen damit, indem sie sagen, wenn du jetzt Muslim bist, musst du dich abschotten von der Gesellschaft, um Muslim zu sein. Wenn nicht, dann bist du kein Muslim. Und das findet man nur bei den Salafisten. Deine erste Reihe außen, bitte. Wenn Sie aufs Mikrofon warten, bitte. Danke. Ja. Vielen lieben Dank, dass Sie heute da sind und dass Sie alles tun, damit es leichter geht zwischen Einheimischen und Muslimen. Ich bin selbst Christin, war selbst vor 30 Jahren Migrantin, Flüchtling und fühle mich eigentlich als Österreicherin und bin unendlich dankbar. Dieses Gefühl der Dankbarkeit, thematisiert man das in den muslimischen Kreisen? Dieses Gefühl, dass man sich auch fragen sollte, nicht, was macht dieses Land oder jenes Land für mich? Was mache ich als Muslim für meine neue Heimat? Und ich zitiere damit einen längst ermordeten. Also Ihre Frage ist, ob das passiert? Meine Frage ist, ich hätte eigentlich mehrere Fragen. Ich wollte Sie auch unter anderem fragen, ob Sie positive Nachrichten haben von Ihrer Vox auf Islam. Meine Frage lautet eigentlich, was können wir als normale Gesellschaft, als Zivilgesellschaft, was können wir besser tun,
damit diese Neigung zu Aggression, zu Waffe, zu Gewalt, zu Trennung zwischen Halal und Nicht-Halal, zu Diskriminierung einmal zumindest besänftigt wird und vor allem bei jungen Menschen. Danke. Ja. Erstmal zur Frage Dankbarkeit. Ich kenne sehr viele Muslime, auch Interviewpartner, die ich jetzt auch für mein Buch über Integration, was jetzt im April kommt, die eine tiefe Dankbarkeit, auch viele Flüchtlinge, die sehr dankbar sind und sagen, das ist eine Chance, die ich gekriegt habe und ich will was daraus machen und ich will was zurückgeben. Das ist ein Wunsch, den ich bei vielen auch gesehen habe, vor allem bei Flüchtlingen. Ich habe eine junge türkische Dame interviewt, die gesagt hat, jedes Mal, wenn ich im Ausland bin und komme zurück nach Deutschland, will ich den Boden küssen, dass ich hier mich auf die Polizei verlassen kann, auf die Institutionen verlassen kann, dass ich in einer Rechtsstaatlichkeit. Und es gibt andere, die natürlich das alles ausblenden und nur sich in die Opferhaltung zurückziehen. Und das ist ein Phänomen bei vielen Leuten, die, ich will jetzt keine soziale Diskriminierung davor nehmen, aber ich habe ein Phänomen entdeckt, ist noch nicht reif für eine These. Aber Dauerempfänger sind Dauernörgler. Und wer aktiv ist, wer geben kann, wer geben darf, der ist in gewisser Weise auch zufrieden mit sich selbst. Wer sich selbst auch als Dauerempfänger empfindet, hat den Luxus zu jammern, auf auch einem hohen Niveau oder natürlich auch manchmal mit Gründen. Und deshalb, wie immer, man darf nicht alle irgendwie in einen Topf werfen, sondern es gibt welche, die sehr dankbar sind, die auch unsere besten Verbündete sind, alles Muslime. Und es gibt welche, die falsche Schlangen sind, die das Zusammenleben kaputt machen und eine ganze Generation daran hindert, sich wirklich frei zu entfalten. Und deshalb ist es im Interesse auch der Muslime, dass sie selber auch aktiv werden in der Bekämpfung solchen Strömungen, statt immer mit ihnen in einem Graben zu kämpfen, mit den gleichen Themen, Islamophobie, sie wollen uns nicht. Wer es will und wenn die Eltern es wollen, schafft es auch. Diese Gesellschaft, das wird so wenig gesagt, ist nicht schlechter als Amerika. Ich kenne beide Kontinente. Auch hier, auch Österreich ist ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wenn man seine Möglichkeiten nutzt, wenn man etwas daraus tut, wenn man die richtige Geisteshaltung hat, dann kann man es auch hier schaffen. So, ich glaube, wir werden noch ein, zwei Fragen, wie gesagt, geografisch können wir da in dem ganz, ganz hinten, dann sind wir irgendwie die Regionen des Saales einigermaßen durch. Bitte. Meine Frage, kurz versprochen, an Herrn Hamed Abdelsamad. Und zwar, was sagen Sie zu den vielen Europäern, die was ist Ihre Antwort auf das Bauchgefühl vieler Europäer, das durch zwei Umstände zustande kommt? Der erste Umstand, 100% aller Dschihadisten sind Muslime, 100% aller Islamisten sind Muslime. Und der zweite Umstand ist, dass eben die Vergangenheit teilweise, man sieht, es gibt immer mehr Terroranschläge, teilweise auch immer blutiger, aber die Frequenz häuft sich, und also durchgeführt von Dschihadisten eben, und man sieht politische Vorstöße oder eben auch im gesellschaftlichen Bereich durch Islamisten halt. Und jetzt die Konklusion vieler, wo liegt der Sinn, da eben, wenn man viele Muslime aufnimmt, durch eben Flüchtlinge oder Immigranten, ja, die sehr gute Gründe haben, auch zu flüchten, keine Frage. Aber wo liegt der Sinn, Hunderttausende aufzunehmen, wo per Definition, selbst wenn es ein geringer Prozentsatz ist, Islamisten sind und Dschihadisten. Und nur um das nochmal klarzustellen, das ist kein Zeichen von Xenophobie oder sonst was, es ist nur eine Implikation von Statistiken. Was ist Ihre Antwort auf dieses Bauchgefühl? Also, dass alle Terroristen Muslime sind, stimmt natürlich nicht. Ja, nicht alle Terroristen sind Muslime. Es gibt auch andere Phänomene. Der Begriff Terrorismus ist eigentlich in einem anderen Kontext damals entstanden
Und es gibt viele Terrororganisationen, die auch nicht religiösen Bezug haben und auch viele Terroristen. Aber dass alle Islamisten Muslime sind, empirisch gesehen, stimmt. Die beziehen sich auf den Islam, legitimieren sich auch durch den Islam. Es ist ein bisschen so, wie auch fast alle Österreicher Österreicher sind. Genau, das ist so. Ja, fast alle Wiener sind Österreicher, kann man auch so sagen. Aber nicht fast, warum ist jetzt da, ich habe jetzt die Frage mit den Flüchtlingen nicht ganz verstanden, warum man sie aufnimmt, auch wenn ein Risiko dabei ist, dass auch manche von ihnen Terroristen sind. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist offensichtlich vorhanden. Das kann man nicht verschweigen. Wie man das jetzt der Bevölkerung verkaufen kann, wir müssen die Leute aufnehmen mit dem Risiko, dass immer dabei die falschen Leute reinkommen. Das ist eine schwierige Sache. Also in Deutschland hatten wir darunter vielleicht noch mehr jetzt gelitten, was Köln und Berlin und Ansbach und Würzburg und viele andere Phänomene, Hamburg, wo leider Leute, die als Flüchtlinge reingekommen sind, tatsächlich auch in solchen Terroranschlägen verwickelt sind. Ich habe dafür keine Paratlösung. Ich bin ein Demokrat und in der Demokratie muss ein Land seine Grenze nicht abschotten, wenn tatsächlich Menschen verfolgt sind oder Kriegsflüchtlinge sind. Aber die Probleme wurden woanders gemacht, indem man einfach die Grenzen geöffnet hat, dass ein Flüchtling, ein Nicht-Flüchtling, jemand mit Pass und jemand ohne Pass reingekommen sind. Die Zahl macht es aus. Und wenn ich als Staat nicht imstande bin, 100, 1 Million Fälle zu bearbeiten, dann muss ich damit rechnen, dass auch falsche Leute reinkommen und solche Anschläge machen. Man muss immer aufpassen bei diesen Diskussionen, wie man die Mitte findet. Es gibt, wir haben Werte. Diese Werte sind eigentlich das Einzige wirklich, was zählt und das, was wir verteidigen sollten, für uns und für andere, jenseits von Rasse und Religion. Was wir tun müssen, ist, diese Werte zu verteidigen gegen alle, die gegen diese Werte sind. Dann schaffen wir das, indem wir nur zulassen, dass andere diese Werte ausnutzen, um gegen diese Werte vorzugehen. Egal, ob sie in Österreich, Österreicher sind oder in Syrien geboren sind, jeder, der gegen diese Werte ist, muss von an der Pforte, an der Tür eine klare Botschaft bekommen: Pass mal auf, du kannst hier nur eine Chance haben, wenn du diese Werte akzeptierst. Wenn du dich in bestimmten Kreisen bewegst, dann wirst du sanktioniert, dann hast du schlechte Chancen für die Zukunft. Aber leider viele, die ankommen, haben den Eindruck, ich darf alles. Dann befreunden sie sich mit alten Flüchtlingen und dann geben ihnen Tipps, wie das Leben hier funktioniert, wie man am Gesetz vorbei vielleicht sogar Geld verdient. Dann sitzen sie mit ein paar linksorientierten Flüchtlingshelfer und nicht alle linksorientierten Flüchtlingshelfer, aber manche von ihnen machen ihnen dieses Land und dieses Kontinent plötzlich zur Hölle. Sie sagen ihnen, sie haben euch ausgebeutet und die Kaffeebohnen in Brasilien sind viel zu billig und dann irgendwie und Kolonialisierung und dann zementieren auch diese Opferhaltung. Deshalb muss man aufpassen, wenn Flüchtlinge kommen, dass sie nicht unter den falschen Leuten sich vermischen. Aber ich kann von Deutschland reden. Viele Flüchtlinge machen gute Fortschritte, aber es gibt kein wirkliches Gesamtkonzept. Ich habe mal in einem Asylheim untersucht, zu welcher Moschee gehen die meisten Leute in Berlin. Ich habe festgestellt, die meisten gehen in eine salafistische Moschee und sie wissen nicht einmal, dass sie eine salafistische Moschee ist. Und niemand gibt ihnen Orientierung und sagt, passt mal auf, ihr könnt hier euch nicht bewegen, weil sonst diese Leute sind gefährlich. Ihr seid geflohen von den ähnlichen Gedankengut und dann kommt hier und sucht Schutz bei der gleichen Ideologie, die eure Länder kaputt gemacht hat. Das muss man klar machen am Anfang. Und dann natürlich, dass man nur die Richtigen reinlässt, die einen Anspruch darauf haben und nicht jeder, der behauptet, Flüchtling zu sein.
Nein. Ich hoffe, und das gilt jetzt eigentlich, tut mir leid für die Fragen, die noch da sind. Es ist gleich 9 und wir haben uns vorgenommen, dass wir allerspätestens jetzt Schluss machen. Ich habe es Ihnen auch vorhin gesagt, ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, dass ich nicht alle Fragen nehmen kann. Ich habe versucht, chronologisch und in den Regionen das zu verteilen. Ich hoffe, dass die beiden noch bereit sind, die eine oder andere Frage im persönlichen Gespräch hier dann noch zu beantworten. Bedanke mich bei Muhannad Khurshid und bei Hamed Abdelsamad für dieses Gespräch. Ich weiß nicht, ob von den Veranstaltern noch ein Schlusswort gesprochen wird. Dann nicht, dann bleibt es mir nur neben den beiden, mich auch bei Ihnen zu bedanken für die Geduld. 2 Stunden zuzuhören ist nicht selbstverständlich. Danke und einen schönen Abend.